Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem Infovideo. Und zwar zeige ich euch heute hier die GT5 Master Mod. Wir starten ja morgen das Gran Turismo 5 Let's Play und ich spiele ja nicht die normale GT5 Version halt, sondern diese Master Mod. Und in diesem Video möchte ich euch halt, wie gesagt, zeigen, was man mit der Master Mod so alles machen kann. Und ja, das ist der erste Grund, warum ich unbedingt morgen die Master Mod spielen möchte. Und zwar können wir hier auf neue Strecken auch fahren, und zwar El Capitan, Apricot Hill. Ich gehe einfach die Liste hier durch. Diese Strecken, die befinden sich im Quellcode, aber geheim versteckt sozusagen. Also wenn man die normale Version von GT5 hat, kann man diese Strecken normalerweise nicht aufrufen, aber durch diese Mod kann man die, wie gesagt, aufrufen hier. Ne? Hier Valencia, die Strecke gibt es in GT, PSP und in Tourist Trophy und normalerweise halt nicht in GT5, aber ja, wie gesagt, durch diese Mod können wir auf solche Strecken fahren. Und es kann also auch dann passieren, dass wir in Aspect-Modus, wenn wir dann in Aspect-Modus spielen, dass wir auf solche Strecken auch fahren. Und das ist der erste Grund, warum ich unbedingt diese Mod spielen möchte. Ne? Wir gehen mal hier auch nochmal hier rein. Hier gibt es auch einige neue Rallye-Strecken auch. Wenn wir hier das Reiter rechts gucken. Alles, was in Klammern PS2 steht, bedeutet, dass die Strecke halt neu sind sozusagen. Eine Eisarena gibt es hier auch, Swiss Alps, Monkey Mountain und ganz cool, Pikes Peak gibt es auch hier, die GT2-Version von Pikes Peak, aber die ist total verbuggt. Ich glaube, da werden wir keine Rennen auch fahren. Können wir auch, glaube ich, nicht, weil da gibt es auch irgendwie keinen Start, also kein Ziel. Also wir können das Rennen sowieso nie beenden. So, wir fahren mal halt so eine Runde auf Settle Circuit. Ich glaube, das ist so die beliebteste neue Strecke hier. Mit El Capitan, glaube ich. Aber ich finde Settle Circuit ein bisschen hübscher hier in Gran Turismo 5, weil El Capitan ist leicht verbuggt. So, wir machen mal hier Rennen weich. Und wir fahren mal halt eine kurze Runde hier auf Settle Circuit. Und ja, einige Strecken sehen hier relativ gut aus, andere wiederum nicht. Okay, die Kameraführung ist auch leicht verbuggt hier. Saddle Circuit ist so eine Strecke, die relativ gut aussieht. Ne? Wenn man jetzt die Werbebanner halt ignoriert, dann sieht die Strecke eigentlich recht hübsch aus und fast final auch. Ne? Gibt es aber Strecken wie Hongkong zum Beispiel, da fehlen sehr viele Texturen. Die Strecke ist auch, ja, sieht optisch nicht so toll aus, aber immerhin, man kann auf solche Strecken wieder fahren hier. Und wie gesagt, im Aspect-Modus, da haben wir die Möglichkeit sogar auch auf solche Rennstrecken zu fahren durch die Master-Mod. Ich werde euch gleich noch einen zweiten Grund sagen, warum ich unbedingt die Master-Mod spielen möchte. Da muss ich aber gleich dann hier einen Cut setzen. Aber ich zeige euch noch andere Funktionen, was man mit der Master-Mod machen kann. Ja, ich finde, oh yeah, yeah. Ich finde die Version von Certain Circuit recht hübsch und vielleicht wissen das einige von euch noch. Und zwar gab es einen Gran Turismo 6 Trailer und dort konnte man auch Saddle Circuits sehen. Auf jeden Fall eine andere Version als diese Version hier. Und die Version hier ist halt 1:1 von Gran Turismo 4 bzw. von Gran Turismo PSP übernommen worden. Ich möchte aber gerne auch mal die Saddle Circuit Version von diesem GT 6 Trailer auch fahren, aber leider existiert die Strecke einfach nicht in GT6, wie es auch immer, wo man diese Strecke im Trailer sehen konnte. Wenn ich das nicht vergesse, packe ich vielleicht in der Videobeschreibung auch dann das Video dazu. Also den Trailer besser gesagt. Und ja. Aber recht hübsch die Strecke hier. Kann man schön fahren. Was ein bisschen verbuggt ist, wenn man hier Rennen startet, dann sind die Start-Ziel-Positionen ein bisschen, ja, komisch platziert. Ja. Und wir gehen einfach mal hier raus, so verlassen. 1:25, eine schöne Runde, glaube ich. ja, ihr habt auch gesehen, wir können auch Rennautos lackieren, aber ich werde es euch alles gleich besser zeigen. Ich zeige euch nochmal hier, wenn wir jetzt hier rausgehen, auf verlassen drücken, dann zeige ich euch hier den Online-Modus. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum man diesen warum diese Mod überhaupt existiert. Man kann durch diese Mod ja hier, ja, wieder online spielen, und zwar unter LAN-Battle. Wenn wir hier reingehen und mit Xlang Kai unsere Konsole verbinden, dann haben wir die Möglichkeit, mit anderen auch zu zocken, dieselbe IP-Adresse haben, und dann können wir sozusagen wieder online spielen. Aktuell habe ich Xlang Kai nicht an, deswegen wir hier auch keine Lobby sehen, aber ihr habt ja sicherlich ein paar meiner Streams auch gesehen oder Videos, da bin ich ja ein paar Online-Rennen auch gefahren, und so können wir halt dann wieder online spielen, auch sehr, sehr cool. Wenn ich dann hier die Select-Taste drücke, dann schalten wir hier den Debug-Modus und wir können hier Sachen ersheaten. Zum Beispiel können wir hier alle DLC-Autos hier freischalten.
Ich weiß nicht, ob das legal oder illegal ist, aber ich kann ja aus meiner Verteidigung sagen, ich habe die Autos alle gekauft damals. Was Patch 2.11 bedeutet, keine Ahnung. Man kann ja alle Autos hinzufügen, halt Premium-Autos, Standard-Autos, was V2 und V2 bedeutet, keine Ahnung. Details, da können ja, glaube ich, einzelne Autos auch vielleicht hinzufügen, das weiß ich um ehrlich zu sein nicht. Man kann hier alle Strecken freischalten, ich glaube in Arcade-Modus oder so kann man die Strecken dann alle freischalten, keine Ahnung. Wir können hier Guthaben erschieten, Level, auf Level 40 halt hoch erschieten, alle Tuning-Teile freischalten. Ich gehe mal einfach mal hier straight durch. Wenn man hier einen Haken setzt, kriegt man auch die Signaturfahrzeuge. Also es gibt ja eine Signaturedition von GT5. Da kriegt man diese Stealth-Fahrzeuge auch geschenkt. Ich setze mal einfach einen Haken. Und das ist auch sehr cool. Ich setze mal das hier auf minus 1. Ich zeige euch gleich, was man damit machen kann. Red Bull 5G, das war so eine Japan-exklusive Meisterschaft. Und da konnte man mit diesem Red Bull 5G auch fahren. Wenn man diesen Haken setzt, kann man, glaube ich, in Arcade-Modus auch dann halt mit diesem Fahrzeug fahren. Brauche ich aber nicht zu machen, weil ich hier alle Autos hier in meiner Garage habe. Und wenn wir jetzt auf GT-Modus reingehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, hier, oder beziehungsweise kriegen wir hier die Mitteilung, dass wir hier unseren Online-Login-Bonus erhalten haben. Als der GT5-Server noch online war, konnte man ja diesen Bonus hier sammeln. Wenn man halt 5 Tage hintereinander sich angemeldet hat, dann hat man die Möglichkeit halt 200% auf Guthaben und Erfahrung auch zu bekommen. Wenn man zum Beispiel Lizenzprüfungen abschließt oder halt die ganzen Rennen fährt. Das werde ich auf jeden Fall auch ausnutzen, die Funktion hier, damit wir schneller vorankommen. Was auch ganz cool ist, durch diese Mod haben wir die Möglichkeit hier beim Händler auch uns Standardautos zu kaufen. Ihr seht ja, hier sind einige neue Hersteller hinzugekommen. Die sind eigentlich nicht neu, sondern da sind halt die Standardfahrzeuge. Normalerweise kann man beim Händler nur Premium-Autos kaufen, aber man kann hier, wie ihr sehen könnt, auch Standardfahrzeuge kaufen. Die sehen nicht so schön aus und das hat einfach den netten Nebeneffekt, sage ich mal, dass man hier schneller die Autos halt kaufen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu Gran Turismo gehe, können wir uns sofort hier den Formula GT auch holen. Da gibt es ja eine Formula GT-Meisterschaft und mit dem Wagen, also wenn wir hier, so können wir uns den Wagen ganz schnell kaufen. Normalerweise müssen wir beim Gebrauchtwagenhändler Glück haben und da soll der Wagen ja irgendwann erscheinen. Und hier können wir sofort halt kaufen. Ich kann hier die Farben auch aussuchen, was auch richtig cool ist. Ich werde eine Sache noch, ich werde nichts cheaten, ich werde im Let's Play wirklich alles sparen und auch wirklich mit meinem erspartes Geld auch Autos kaufen, ne? Ich werde kein Geld hinzufügen oder sonst was, werde ich schön sparen hier. Das ist auch ganz cool, man kann hier halt, wie gesagt, Standardautos auch hier beim Händler kaufen. Es gibt auch weiterhin den Gebrauchtwagenhändler, da halt netter Nebeneffekt. Die Autos sind ein bisschen günstiger, weil die halt auch gebraucht sind. Und die Autos, die ein Händler sind, die haben alle 0 Kilometer auch. Gut, was ich euch auch noch zeigen möchte, hier GT Auto. Und zwar können wir auch Rennautos umlackieren. Das habe ich schon hier mal vorbereitet. Habt ihr auch gerade gesehen mit Tota 7. Ich weiß nicht, wieso ich immer Pink nehme. Ich finde einfach, Pink ist eine schöne Farbe, wie es auch immer. Und wir können hier halt Autos umlackieren. Wenn wir hier Karosserielackierung gehen, da kommt zwar diese Meldung hier, können wir nicht umlackieren, aber wir können es dennoch halt machen. Wir können ja mal vielleicht die Farbe ändern hier auf, keine Ahnung, was können wir denn hier nehmen? Chrom oder so. Komm, wir nehmen mal Textur und dann Chrom. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen und nehmen wir mal Gold hier. Und zack, ganz normal, einfach hier umlackieren und wow. Ja, sieht wunderschön aus, dieser Wagen hier in Gold. Auch sehr schön. Ja, es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich unbedingt die GT5 Master Mod spielen möchte. Da muss ich aber hier kurz einen Cut setzen. Ich sag mal dann halt jetzt bis gleich. Ja, da bin ich auch wieder und wir sind hier bei Aspect-Modus und ich zeige euch jetzt den zweiten großen Grund, warum ich hier die Master-Mod spiele. Ich zeige euch nur die Anfängerserie, denn hier gibt es neue Meisterschaften, die auch von Polyphony Digital erstellt wurden, aber halt einen geheimen Code, Quellcode versteckt. Und zwar gibt es hier unter anderem auch die Civic-Rennmeisterschaft. Die Beschreibung ist hier auf Deutsch. Das hat nicht der Modder gemacht, sondern wie gesagt, Polyphony Digital. Und diese Meisterschaft, können wir auch jetzt dank der Master-Mod auch fahren.
Es gibt noch viele weitere Meisterschaften, die zahle ich euch aber nicht, damit ich euch ein bisschen überrasche, beziehungsweise ihr euch überraschen könnt, welche Meisterschaften noch dazu kommen. Werde ich euch in Let's Play immer darauf hinweisen, wenn wir so eine Meisterschaft fahren. Und ja, das ist der zweite Grund. Und das war's dann auch schon mit der Info, mit dem Infovideo. Das Let's Play findet, wie gesagt, morgen statt. Ich werde im ersten Part morgen alle Lizenzen Gold schaffen. Und ja, wir gucken dann, was dann noch so alles passiert. Werde ich nochmal morgen dann alles im Livestream sagen. Morgen 17 Uhr. Ich freue mich schon riesig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie es auch immer, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen im Stream oder auch dann die Tage. Keine Ahnung. Bis dann. Ciao, ciao.